Moin zusammen, willkommen in einer neuen Folge von Betreutes Schrauben. Heute steht hier eine SV650 auf der Bühne von Suzuki. Die kriegt ein neues Kettenkit, beziehungsweise ist jetzt ein bisschen gefaked, hat schon eins. Das haben Lena und ich schon vor einer Woche gemacht und dann ist uns aufgefallen, dass wir ein sehr, sehr wichtiges Teil vergessen haben, und zwar das Sicherungsblech vom Kettenritzel. Ich war der irrigen Annahme verfallen, dass das eine selbstsichernde Mutter ist, aber selbst wenn das so gewesen wäre, hätte man dann die Mutter tauschen müssen, weil das auch nur einmal funktioniert. Das heißt, wir haben das Blech schlicht und einfach vergessen. Gut, Lena ist jetzt nicht gefahren, kein Problem. Hat das Blech bestellt, heute mitgebracht. Das heißt, ich baue das heute ein. Und was ich auch noch vergessen hatte, was ich im Laufe des Videos ankündige, ist die Schrauben vom Kettenblattträger noch mit Loctite bzw. mit Schraubensicherung zu versehen. Das mache ich heute auch noch schnell. Und dann sind wir durch, weil Lena hat jetzt auch Fahrsicherheitstraining, wird vorher noch mal ein bisschen fahren. Deswegen muss das Moped jetzt irgendwann mal fertig werden. Also wundert euch nicht, ich habe im restlichen Video habe ich quasi kurze Hose und ein anderes Shirt an. Es war bulle heiß und deswegen ist das Intro heute neu, weil ich euch darauf hinweisen will, dass diese Kettenblechgeschichte, ich sage es dann auch nochmal im Video, wenn wir zu der Stelle kommen, weil es einfach super wichtig ist, weil wir dieses Muttersicherungsblech eben vergessen haben. Und deswegen wollte ich das hier nochmal an den Anfang bringen, und wie das generell funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Du hast eh schon drauf gedrückt, Wetten. Ich habe schon drauf gedrückt. Das war mir so klar. Also, wir fangen an beim Ritzeldeckel. Warum fangen wir beim Ritzeldeckel an? Hat eine ganz einfache Bewandtnis. So geht das aber nicht. Das hat Ritzel drunter. Ist das Ritzel drunter. Wir fangen beim Ritzeldeckel deswegen an, weil die Mutter, mit dem das Ritzel fest ist, zusammen mit der Hinterachse, eine der am festesten, am stärksten angezogenen Muttern hier ist. Und ich habe den Fehler schon mal gemacht, aus Fehlern wird man ja bekanntlich klug, dass ich mir die Kette zuerst abgemacht habe, dann hast du vorne das Ritzel nackig. Ja, toll. Wenn du dann aber mit dem Schlagschrauber da rangehen musst, ja, dann kannst du das nicht im Leerlauf machen. So, da geht's ja schon fliegen. Dann kannst du das nicht im Leerlauf machen, sondern musst einen Gang einlegen. Ja, mit dem Schlagschrauber gegens Getriebe arbeiten, holla die Waldfee, kann ich nicht empfehlen. So, ich bin gespannt, was hier runter zum Vorschein kommt. Das ist wie in der Freakshow, wenn dann der Vorhang aufgeht. Achso, man braucht drei Schrauben, habe ich gerade gesehen. Ich habe witzigerweise die unterste auch schon gelöst. Wir gucken mal, ob sie gleich lang sind. Ich hätte es mir jetzt mal merken sollen, welche wo rauskam. Also die beiden, die schon raus sind, sind gleich lang. Kein Problem. Und die letzte, also unten links, hinten links, ist auch gleich lang wie die anderen. Sehr gut. Also ist uns das auch egal. Oh. Schön. Was sehen wir da jetzt? Ja, wir gucken jetzt hier quasi, ne, hier ist die Schaltung hier unten, hier ist der Schalthebel. Hier ist die Kupplung. Und die Kupplung müssten wir uns eigentlich aushängen hier. Das, weil wir müssen ja hier, diese Mutter, die müssen wir lösen. Das heißt, wir machen uns dieses Teil hier mal ab. Das ist ein 10er Nuss. Ich meine, das kommt dann einfach frei. Aber es geht ja nur darum, dass wir uns jetzt hier unseren Arbeitsbereich mal frei machen, damit wir da gleich mal mit dem Schlagschrauber ansetzen können. Gut, ist alles auf Video. Weiß man wieder, wie es zusammengebaut wird. Klasse. Keine Angst. Ich habe keine Angst davor. So, die kurze oben, ja, sieht man jetzt hier drauf achten. Außerdem, da oben hier war ein Kreuzschlitz noch mit drin und unten war es nur eine normale Sechskantschraube. So, jetzt fällt nämlich dieses Federstück hier, das hängt jetzt hier runter. So, das können wir von der Welle nehmen. Am besten wäre es eigentlich, wenn man es uns... Ich hole mal gerade einen Kabelbinder. Gunnar, ich glaube, du kannst es komplett rausnehmen, oder? Ja, ich lasse es jetzt einmal so. Nee, du kannst den Bautenzug komplett aushängen. Ich könnte den Bautenzug aushängen, will ich jetzt nein, aber nicht. Nein, du kannst das Ding. Ach, ich kann das hier, aushängen. Das ist natürlich richtig. Ja, dafür brauche ich aber erstmal eine Zange, weil er ist quasi da noch sicherheitsgepresst. So, nee. Mario, ich weiß, was ich tue, glaub mir. Ich habe das nämlich schon mal gemacht bei einer SV. So, kommt ab. Ja, jetzt haben wir nur noch den Bautenzug hier hängen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir holen uns den Schlagschrauber her. Also wenn ihr einen habt, natürlich nur, ne? Wenn nicht, ist Muskelkraft angesagt. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir dafür den Nuss für brauchen. So. Ich weiß gar nicht, in dem Kasten hier... Oh,
groß genug genügend Nüsse drin sind. Das ist das größte hier, 32, ist das nicht, 27? 27 passt nicht, das heißt, wir müssen uns mal beim Werkzeug ausleihen. So. Was ist das hier, 30? 30 passt auch noch nicht, dann muss es der 32er hier sein. Ja, das sieht gut aus. So, also wie schon gesagt, ich müsste jetzt mal einer von euch beiden unterstützen und mal auf die Fußbremse treten, auf der anderen Seite, oder halten. Ja, wir wollen das jetzt nicht gegen das Getriebe machen, das Getriebe ist jetzt absichtlich im Leerlauf. Ja? Ich hoffe jetzt einfach, dass wir es schaffen, wenn Lena drüben bremst, muss man auf den Schlagschrauber drauf. Schlagschrauber auf ab. Dreht in die richtige Richtung, ne? Guckt euch das nochmal an. Immer. Ja. Ich habe mir hier zwar eingestellt, aber schaut nochmal drauf. Du bremst, Lena. Ich bremse. Gut. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Also, ich kann euch sagen, so viel wie der hier jetzt gearbeitet hat, das wäre zu Fuß kein Spaß gewesen. Danke, du kannst loslassen. Okay. Die Mutter ist jetzt ab. Die Mutti ist ab. Aber geht's nicht, oder? Aber geht's jetzt nicht. Wir müssen nachher hier auf jeden Fall. Das ist immer schön hier. Das mache ich immer am allerliebsten. Die Kupplungsdruckstange. Oh Gott. Boah. Das sieht sehr ölig aus. Das ist der Ölschlamm, der sich hier in dem Ritzelgehäuse halt einfach sammelt. Wenn man das einmal jetzt aufmacht, dann machen wir das gleich alles mal sauber. Und kratzen uns den ganzen Mock hier mal raus. Vor allem kratzen wir uns den Mock hier aus der Ritzelabdeckung auch raus. Ne? Also das, wie man hier sieht, ne, da wohnt ja schon jemand oder wohnte oder was auch immer. So, dann sind wir mit dem Schritt erstmal fertig. Was wir jetzt machen müssen, ist die Kette trennen. Und dafür holen wir jetzt mal eine Flex ran. So, wir fangen jetzt mal an, hier die Kette zu trennen. Denkt bitte dran, hier schön, ne, Schutzbrille und Handschuhe, ja. Langärmeliges Shirt wäre auch noch gut, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Aber beim Flexen denkt dran, Safety first. Ne, außer ihr heißt Finn Kliman, dann ist das nicht so wichtig. Grüße an Finn, wenn er sich das mal ansehen sollte. Ich habe jetzt hier unten drunter Molton getan. Molton ist so ein Bühnenstoff. Den benutzt man quasi, um hellere Gegenstände oder Aufbauten auf der Bühne abzudecken, damit man sie im Publikum nicht mehr sieht. Der ist getränkt und extrem feuerhemmend, ne? Weil klar beim Bühnenbau auch der Brandschutz beachtet werden muss. Das heißt, die Trennscheibe dreht jetzt quasi in diese Richtung. Das heißt, wir haben den Funkenflug hier nach unten und haben hier eben diesen Molton-Stoff. Das heißt, der fängt uns jetzt hier die Funken ab und da sollte eigentlich wenig passieren. Ich flexe jetzt hier durch die Außenlasche durch. Ich versuche in der Mitte der Außenlasche zu flexen. Flexe quasi eine Außenlasche durch und komme dann bei der anderen Außenlasche an. Lena hält jetzt das Moped mal fest. Mhm. Und ich versuche das mal hier, ob das hier unfallfrei funktioniert. Du hältst, ja? Ich halte. Gut. Dann probieren wir mal. So, Ohren schon abgefallen oder nicht? So, Kette ist durch. Ne? Kann man hier schön sehen, ist ja einfach runtergefallen. Jetzt können wir uns die Kette eigentlich schon direkt hier in diesem Tag vom Moped ziehen. Das heißt, die ist so schmockig. Uah. Über Kettenpflege reden wir noch. Da haben wir sie. Ja, also mit der neuen Kette sparen wir dann auch ein bisschen an Gewicht ein, weil was hier dran hängt. Wahnsinn. Legen wir uns mal schön weg, und zwar nicht auf den Teppich. Und jetzt bauen wir uns das Hinterrad aus. So, bevor wir das Hinterrad rausnehmen, müssen wir uns überlegen, was passiert, wenn wir die Achse rausziehen und uns dann die ganze Chose in den Händen hängt. Die SV hat quasi den Bremssattel hinten unten sitzen und nicht oben. Oben wäre deswegen praktisch, weil wir ziehen die Achse raus und lassen uns das Rad einfach nach unten raus. Funktioniert hier nicht. Was könnte man machen?
Man macht die Achse raus und zieht das Rad hinten raus. Hier kommt allerdings schon der Fender. Und bevor ich dann gleich die Achse in der Hand habe, beziehungsweise das Rad, ja, und dann kriegst du es nicht raus, habe ich mich jetzt entschlossen, den Bremssattel hier abzumachen und den einfach ein bisschen nach unten hängen zu lassen, damit ich mehr Platz habe. Weil das ist wahrscheinlich genau der Platz, den ich brauche, um oben hier am Fender vorbeizukommen. Das heißt, ich habe jetzt hier meine 10er Nuss in den Schlagschrauber eingespannt. Machen uns jetzt mal hier die Halteschrauben vom Bremssattel hier mal los. So. Der müsste jetzt eigentlich, der hat natürlich noch das Widerlager hier, um die Bremskraft auf den Rahmen übertragen zu können beim Bremsen. Das müsste er aber eigentlich hier. Das ist alles ein bisschen gniestiger an diesem Moped, was ja an sich nicht schlimm ist, aber. Oh, meine Herren. Ja gut, wir haben natürlich eben gebremst, ne? Beziehungsweise Lena hat gebremst. Das heißt, die Beläge, ja, das ist der Grund, die Beläge lagen noch an. Das heißt, ich drehe das Rad jetzt nochmal durch. Aha, ja, das geht deutlich besser. So, jetzt hängt er hier am Schlauch, der ist jetzt nicht länger. Aber dieser Platz, den ich jetzt hier habe, der müsste ausreichen, damit ich das Rad, wenn ich es los habe, beziehungsweise wenn die Achse draußen ist, dann hinten ordentlich rauskriegen. Das gucken wir uns jetzt von der anderen Seite mal an. Ach Quatsch, wir machen das einfach jetzt in einem Take hier. Ist ja vollkommen Banane. Muss ich hier mal rumlaufen. Dann schauen wir mal, was das ungefähr für eine Größe ist. Hier liegt noch ein Nusskasten rum, wie praktisch. Ne, da ist aber keine Knarre dabei. Also noch eins. So. Wir machen uns jetzt die Kontermutter hier auf der linken Seite. Ich sage euch gleich mal, wie groß die ist. Das sieht aus wie 22. Ja, ist es auch. Machen wir uns jetzt mal los. Oh, meine Fresse, ey. Ja, es ist halt lang nicht mehr auseinander gewesen. Dementsprechend muss man hier wirklich Kraft aufwenden. Ich muss mal gucken, ob ich mir das durchdrehe hier, ob die hält. Ne, die hält. So. Nehmen wir uns die Unterlichtscheibe und das Leitblech für die Schwinge hier mal ab. Jetzt hole ich mir mal ein Hämmerchen. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn man hier mal ein bisschen klopft. Genau das, was passieren soll. Die Achse kommt uns hier entgegen. Ja, jetzt ist die ein bisschen nach hinten gerutscht hier. So, ich halte das Rad jetzt mal unten fest. Es fallen uns wahrscheinlich gleich hier auch die Distanzstücke entgegen. Das ist eine Arbeit, die zweit natürlich deutlich einfacher geht. So, hier ist der Halter vom Bremssattel. Hier ist das Distanzstück, das retten wir uns jetzt und sehen. Ach, ja, das ist wie ein Traum. Das ist genau wie ich gesagt habe, dieser Platz, den brauche ich, um das Rad hier rausnehmen zu können. Ja, das ist genau das, was ich mal gesagt habe. Moment, kommen wir jetzt hier noch vorbei. Jetzt habe ich hier meine. Ach doch, so geht's. Ja. Ja. Es geht knapp, aber es funktioniert. Wer mag, kann den Bremssattel auch ganz abmachen, also auch von dem Widerlager. Habe ich jetzt nicht gemacht. Es funktioniert, aber es wäre einfacher gewesen, wenn wir uns diese Schraube noch aufgemacht hätten, um den Sattel hier abzuziehen. Dann hätte man den einfach hier mit dem Kabelbinder hier am Auspuff festmachen können. Dann hätten wir überhaupt keine Probleme gehabt. So, jetzt haben wir das Rad draußen. Jetzt machen wir erstmal das neue Kettenblatt hier drauf. So, wir haben uns das Rad jetzt hier mal hingelegt. Wir bauen jetzt hier das Kettenrad mal ab. Machen wir uns schön um Schlagschraube, haben wir keine Arbeit. Ich muss mal gucken, wie viel Druck der noch hat. Auch wohl, das müsste gehen. Das ist immer das Problem, dass wenn die Schrauben so vergnießt sind, bleiben die dann immer in der Nuss hängen hier. Deswegen am besten einfach nur lösen, dann hier abschrauben. Ah, es sind Bolzen, sehe ich gerade. Das kann natürlich sein, aber das war jetzt nicht so praktisch. Aber doch, der steht einfach hier jetzt raus. Moment. Das
zeige euch das gleich mal im Detail, wie das hier aussieht. Ich wollte jetzt hier nur mal so eine Totale haben, dass man sieht, was man hier überhaupt macht. Jetzt ist einer von diesen Bolzen hier schon rausgefallen. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie das aussieht. So. Lena, kannst du mal gerade die Lüftung ausmachen, bitte? Oben an dem Schalter, der da hängt. Ja, kurz. Also, Dankeschön. Sonst ist das hier einfach viel zu laut. Hört man hier gar nichts. So. Machen wir die mal alle ab hier. Nee. Machen wir erstmal die alte Mutti wieder raus. Mutti. So. Arbeitsteilung. Ich mache hier unten weiter. Lena macht schon mal sauber. Teilweise so bombenfest. Da lohnt sich der Schlagschrauber. Der nimmt uns hier deutlich die Arbeit ab. Ah, das ist hier auch wirklich, ah, das ist ätzend einfach nur. So, raus da. Man muss es halt alles mal sauber machen, das ist so unglaublich dreckig. So. So sieht ein Moped aus, wenn man damit auch wirklich fährt. Nicht die ganze Zeit die letzte Fliege von der Verkleidung putzt, dann sieht ein Moped halt so aus, sondern die Teile, die man da hat. So, das müssen wir uns alles sauber machen hier, das muss nachher, ach, der ganze Mock muss hier runter. Waren auch mit Schraubensicherung eingedreht. Hier, da kommt auch wieder Schraubensicherung drauf. Da kommt auch wieder das richtige Drehmoment drauf, beziehungsweise an die Schrauben dran. So. So. Also was man jetzt hier sehen kann, das kann man hier sehen, ein bisschen, dass der Kettenradträger, der liegt quasi in so Dämpfergummis drin. Jetzt kriege ich das Dämpfergummi nicht raus. Warum nicht? Upsala. So. Diese Dämpfergummis haben quasi den Effekt, dass die den Schlag so ein bisschen auffangen. Ja, das heißt, beim Anfahren, wenn sich die Kette spannt, dann geben diese Gummis hier ein bisschen nach. Es ist nicht starr verbunden. Hier sieht man jetzt das Lager. Unten drin, das fetten wir uns dann auch nochmal neu, wenn wir es sauber gemacht haben, hier alles. Ja, und hier ist eben das Kettenrad drauf festgemacht. Kann ich hier nochmal zeigen. Das ist das, was ich gerade abgemacht habe hier. Das ist dieser Stern. Das kommt natürlich auch neu, wenn wir das komplette Kit neu machen. Ja, das müssen wir erstmal ein bisschen sauber machen hier. So, ich hatte gesagt, wir machen sauber. Wir müssen hier auch nicht sauber machen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier einen alten Schraubendreher und jetzt pulen wir uns diesen ganzen Ekelschleim hier einfach mal rein oder raus oder rein, also in den Lappen hier. Boah, das ist wirklich eine, also kann man sich kaum vorstellen hier. Ist einfach mal notwendig gewesen hier bei dem Moped. Ich sag jetzt mal so, ne, wenn ich meinen Ritzelkasten aufmachen würde, sähe es wahrscheinlich nicht anders aus. Ich habe das Moped vor mittlerweile 6 Jahren gekauft, hat jetzt 25.000 Kilometer runter, also die GSX, die aus den anderen Videos, ist auch noch die erste Kette. Da sieht es, und der Ritzelkasten war noch nie offen, da sieht es bestimmt nicht anders aus. Boah. Bäh. So. Hier die, boah ey Leute, echt. Wo kommt das her? Wo kommt das alles nur her? Hier ist so viel Dreck im Motorrad, das kann gar kein Dreck mehr auf der Straße sein. Aber was ich sehe, also ich lege hier wirklich Teile eines Mopeds frei, wenn ich hier diesen Schmock wegmache. Wow. So, jetzt haben wir das Allergröbste haben wir mal runtergemacht. Jetzt können wir mal. Es ist natürlich das Schaltgestänge da im Weg. Das sollte man eigentlich mal abmachen. Also ich werde das hier heute nicht mehr zur Perfektion bringen, weil ich dieses Motorrad heute gerne noch zusammenstecken möchte. Ich hatte Lena gesagt, ja, ja, easy 2 Stunden, ne? Sportlicher Wert, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja, ich habe es letztes Mal witzigerweise geschafft bei einer, ich weiß nicht, das ist eine Honda CB irgendwas.
Da haben wir das in 2 Stunden hinbekommen. Moritz hat geputzt, ich habe geschraubt und das ging von der Zeit her. Da war das mit dem Hinterrad aber auch einfacher, weil der Bremssattel woanders sitzt. Also, ja, jetzt muss ich mal hier anfangen mit Bremsenreiniger mal ein bisschen zu helfen. Das heißt, wir holen jetzt mal Bremsenreiniger, nehmen uns noch mal ein Tuch, was noch nicht so ganz voll geschmockt ist. Nee, wir nehmen was viel Schöneres hier. Gunnar Original Underwear. So, da man eben in der Kameraführung gar nicht gesehen hat, was ich überhaupt tue, haben wir die jetzt mal umgestellt hier. Machen wir uns hier unten mal das Kabel vom Seitenständerschalter sauber, weil der hat hier auch echt ordentlich was abgekriegt. Ah. Ich glaube, die Unterhose ziehe ich jetzt nicht mehr an. Habe ich gerade beschlossen. So. Also, klar, es wird natürlich wieder dreckig. Ja, keine Frage. Wenn ihr jetzt sagt, so, ey Mann, weißt du, so penibel muss man das gar nicht machen. Ja, ihr habt ja recht. Aber wenn ich jetzt schon einmal hier unten bin, mache ich mir das einfach so sauber oder mache zumindest mal das Allergröbste hier raus. Die Sache ist ja die, wenn am Ende der Ritzelkasten das Sauberste am ganzen Motorrad ist, dann haben wir auch irgendwas falsch gemacht. So, machen wir uns hier die Schaltwelle hier nochmal sauber. So. Ist das für mich eigentlich schon? Das machen wir hier vorne noch ein bisschen. Da sind auch noch große Mockstücke drauf. So, hier oben am Kupplungsdeckel. So. Mir reicht das. Ich hoffe, der Lena reicht das auch. Lena ist immer noch dabei, die Sachen zu putzen. Die ist gerade beim Kettenradträger dabei. Macht das aber ultra penibel. Die Teile müssen wir uns gleich unbedingt mal angucken, weil es sieht wirklich super aus. So, machen wir noch ein bisschen die Umlenkung hier unten. So. Das können wir jetzt aber ganz abmachen. Guck mal, oh, Silber unten drunter. Hätte ich gar nicht gedacht. Wahnsinn. Irre. Ja, ja. So. Jo. Man kann alle Teile erkennen. Das reicht. Das reicht locker. So. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Ritzel hier ist. Wie fest das hier drauf ist. Überhaupt nicht stark. Ich hole jetzt mal das andere Ritzel. Beziehungsweise ich hatte es eben sogar schon in der Hand. Gucken, wo es hin ist. Ritzel. Ach, da liegt es doch. Meine Güte, es liegt direkt vor mir und ich sehe es nicht. Packen wir uns das mal aus. Zap. So. Lena hatte vorhin schon gesagt, es war recht schwierig. Irgendwie zu wissen, ob es richtig ist oder nicht. Ne, weil es gibt die SV650 nackig und den verkleidet. Und die haben scheinbar verschiedene Übersetzungen drauf. Warum das auch immer so ist, der Motor ist derselbe, 650 Kubik. Ne, das heißt, wir haben jetzt hier das alte Ritzel. Das ist eins von JT Sprockets. Ich hatte auch erwartet, dass hier auch eins mitkommt jetzt in dem Kettensatz. Den Lena bestellte. Das hier ist von AFAM. Wenn man es hier oben lesen kann. Glücklicherweise, ne, ich habe es ja eben, während ich erzählt habe, schon mal übereinander gehalten. Ne, es ist quasi dieselbe Größe. So. Einbaurichtung gibt es hier keine. Es gibt Ritzel, die haben einen Schwingungsdämpfer drauf. Dieser Schwingungsdämpfer ist aber Teil des Ritzels. Ne? Das ist dann so ein Gummistück, das ist hier drauf, damit das noch ein bisschen ruhiger läuft. Haben wir hier nicht. Das heißt, wir haben hier auch keine Einbaurichtung. Das heißt, wir tun uns das Logo mal nach außen einfach aus Spaß. Setzen das Ritzel mal hier drauf. Oh, das geht sehr gut. Es kann sein, bei manchen Wellen hatte ich das schon gehabt, also bei manchen hier Getriebeausgangswellen, dass das wirklich sehr, sehr spack ist. Und das hier ist wirklich, das ist schön. Das ist super. Was wir jetzt noch machen, wir holen jetzt nochmal ein Tuch. Mit diesem Tuch machen wir nochmal mit Bremsenreiniger hier das Gewinde sauber. Und
Ja, ist natürlich geil im Leerlauf, ne? Ja, die Kupplung geht jetzt auch nicht. Ha, ha, selbst verarscht. Selbst verarscht. So. Wir drehen die Mutter. Geht ja nur darum, dass wir hier, wo wir jetzt den Schlagschrauber ansetzen, uns nicht selber in die Quere kommen. So, das heißt, wir schauen jetzt eine Woche später, nachdem ich das schon gewechselt habe, wieder auf die Ritzelmutter drauf und sehen, es fehlt das Blech. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Die Aufnahme ist jetzt ziemlich im Zoom hier. Es gibt hier oben, ja, gibt es Schleifspuren. Es gibt hier Schleifspuren. Ne? Das heißt, das ist jetzt zwar ein neues Ritzel, ja, aber genau da, wo diese Spuren sind, sollte eigentlich das Sicherungsblech sitzen. Ich weiß nicht, warum es hier diese Spuren gibt. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ach, von der Nuss. Von der Nuss sind die Schleifspuren. Die können ja gar nicht von dem Ritzelblech sein, weil da war ja nie eins drauf. So, Schlagschrauber, was ist das jetzt? Ich glaube 32, genau. So, Lena werde ich jetzt mal bitten, voll auf die Fußbremse zu treten. Was wichtig ist, wir sind im Leerlauf. Ja? Arbeitet niemals gegen das Getriebe, das dankt's euch nicht. Ja, ihr macht das Getriebe kaputt, wenn ihr hier einfach so denkt, so, ja gut, dann lege ich halt den ersten Gang ein, wenn hier keiner festhält. Ja, ihr braucht auf jeden Fall jemand Zweites, der euch das hier komplett blockiert. Ihr könnt es auch nicht, das habe ich in einem anderen Stück auch gesagt, macht es bitte, solange die Kette noch drauf ist. Ne? Weil sonst bringt es hinten Bremsen ja logischerweise nichts, weil wir hier keine Kraftübertragung durch die Kette haben. Das heißt, lasst die Kette so lange drauf, bis ihr dieses Ritzel hier gelöst habt. So, Lena, sorry. Ich setze jetzt mal an, du bremst. Ja. Gut. Schaut, dass er auf Lösen steht hier. So. Dankeschön. So, sie ist ab. Ich habe hier das neue Sicherungsblech. Flifla Flamoy. Das hat hier es ist ein bisschen gewölbt. Das heißt, es geht hier ein bisschen nach oben. Das ist die Außenseite. Das ist dafür da, wenn man hier mit dem Werkzeug besser drunter kommt, um das gleich umbördeln zu können. Ne, ihr seht, das hat hier in der Mitte das Zähne. Genau wie der Kurbelwellenausgang hier. Das heißt, wenn wir das hier drauf tun, zack. Ne, es bleibt an einer Stelle. Boah, sieht das schön aus. Herrlich. Es bleibt an einer Stelle. Muss es ja auch. Ja, damit, wenn es umgebördelt ist, hier die Mutter festhalten kann. So, das heißt, wir setzen es einfach drauf. Ne, achtet darauf, dass es hier einrastet. Ja, wenn ihr diese Zähne hier, wenn ihr die Zähne nicht seht, dann ist das Ritzel nicht weit genug drauf. Dann müsst ihr nochmal gucken, dass ihr das Ritzel richtig aufsteckt. So, jetzt hatte ich das eben so schön hier drauf. So, jetzt aber wieder. Also, Mütter schön wieder drauf. Drehmoment 145 Newtonmeter. Es ist in manchen Werkstatthandbüchern von Suzuki falsch angegeben. Also, es steht ein zu niedriger Wert. Der richtige Wert sind 145 Newtonmeter. So, jetzt müsste ich Lena nochmal bitten, nochmal rumzugehen. Und nochmal zu bremsen gleich, wenn ich hier das Drehmoment aufbringe, um das anzuziehen. Ich habe mir den Schlüssel jetzt hier schon eingestellt, auf diese 145 Newtonmeter. Das heißt, ich mache die 32er Nuss hier wieder drauf. Das müsste jetzt noch recht einfach gehen, dagegen zu bremsen. Bloß ganz am Ende wird es dann ein bisschen haarig. Die Verlängerung hätte geholfen, dann würde ich nicht mal gegen den Tank durchen hier. Es gibt Leute, so jetzt mal bitte kräftig, warte mal, ich mach mal eine Verlängerung drauf, das hilft sonst hier nicht. Okay. Sonst bin ich mit dem Schlüssel hier viel zu weit oder viel zu nah am Motorrad dran, da komm ich ja überall dran. Ich mach jetzt mal eine schöne lange Verlängerung hier zwischen. Das sind dann immer Sachen, die könnt ihr dann von Anfang an einfach perfekt machen, weil ich sie nicht perfekt gemacht habe. Ach, guck mal hier. Jetzt kann man sich hier sogar noch festhalten. Ist das schön. So, bitte mal Vollgas bremsen, Lena. Ja. Ja. Geht noch ein bisschen eventuell. Ja. Ach, danke schön. Perfekt. War genau wie beim letzten Mal. Erst okay. Dreht es ein bisschen, dann klickt es. So, wir haben jetzt 145 Newtonmeter angezogen. Das heißt, wir können jetzt hingehen und das Blech umbördeln. Umbördeln, umbiegen, whatsoever. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich nehme mir einfach mal einen alten Schraubendreher, wo mir die Spitze egal ist. Und dann kloppe ich das einfach mal um. Das ist der Plan. Gucken, ob der aufgeht. Jetzt nehmen wir mal das Hammer.
So, das heißt, ich setze jetzt hier oben an. Ne? Wichtig ist, ihr wollt ja diesen Teil hier umbiegen. Ne? Das heißt, das Blech soll auf eine Flanke kommen. Ihr wollt ja nicht hier an den Ecken umbiegen. Das heißt, setzt das Werkzeug in der Mitte hier an. Ne? In der Mitte von der Flanke. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Also ich habe es schon mal gemacht. Aber es ist halt natürlich immer ein bisschen anders. Ich küt. Das küt noch nicht so, wie ich das haben will. Ja, wird besser. Ich hole mal einen fetteren Hammer hier. Also das Blech ist sehr, sehr dick. Sehr, sehr dick. Ich habe bisher immer kleinere Bleche gehabt. Ein dicker Hammer hilft jetzt auch nicht so viel weiter. Aber was man sehen kann, das genügt uns fast schon hier an der Stelle. Weil dieser Rand, der jetzt quasi hier übersteht an der Mutter, der ist schon so weit oben, dass die Mutter gar nicht mehr irgendwo hin kann. Jetzt werde ich die Biene mal ein bisschen, beziehungsweise die hängt ja hier am elektrischen Deckenzug. Ich hebe die jetzt mal so weit hoch, dass hinten das Hinterrad freikommt und ich mir das hier einfach mal weiter drehen kann. Das heißt, ich drehe es jetzt mal genau auf die gegenüberliegende Seite. Wir haben jetzt hier umgebördelt, das heißt, ich nehme jetzt noch die Seite hier, lasse das wieder runter, damit ich hier besser schlagen kann. So, jetzt steht sie wieder drauf. Wir machen die ganze Geschichte auf der anderen Seite nochmal. Ja, also fangt in der Mitte an und geht dann einfach nach außen hier. Das Blech ist so dick, das habe ich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ja. Ja, geht nach außen dann hier. Ups. Mit der Kamera umschmeiße hier. So. Upsala. So. Ja. Ja, es ist jetzt hier nicht schön, es ist einfach krumm gehauen. Aber das verhindert jetzt, dass sich hier irgendwas noch bewegen kann. Durch Vibration. Das war früher sogar mal markiert, sieht man hier. Das ist quasi Markierungsfarbe, das ist irgendwie keine Lacksicherung, sondern war markiert, ich sehe es auf der Kurbelwelle jetzt nicht mehr. Ja, das war markiert, damit man sieht, ob sich das Ritzel mal bewegt hat. Mit der Scheibe, die da jetzt drauf ist, bewegt sich hier ja nichts mehr. So, das heißt, wir bauen eine umgekehrte Reihenfolge wieder zusammen. Machen uns den Kabelbinder hier oben auf, der uns hier die Kupplungsschnecke hält. Knipp. So. Dann... Da war doch noch dieses. Da war noch was dran. Da war noch dieses. Mit der Feder hier. Da war doch was mit der Feder. Da war doch was. Das war genau so. So, also recht ich mich da erinnern kann. So. Ne? Druckstange in den Schnecken. Mich ja nichts nutzt hier. So, und dann hier mit. Manchmal wäre ich gerne Oktopus. Kann man sich das alles hier viel besser festhalten. So. Die lange Schraube unten rein, ohne Kreuzschlitz. So. Aha. So. Ich muss gleich mal kurz einen Cut machen, weil ich das Drehmoment wieder vergessen habe. Ich kann mir leider nicht jedes Drehmoment zu jeder Schraube merken. Es gibt natürlich eins. Muss ich gleich mal online nachschauen oder wo immer ich das dann finden mag. Es gibt online gibt es ein Service Manual von der SV, was natürlich nicht ganz legal ist, weil man die eigentlich kaufen muss. Mittlerweile sind die Mopeds aber so alt, dass es wahrscheinlich toleriert wird, dass es das online gibt. Das habe ich hier alles mit meiner Pfote hier verdeckt, tolle Wurst. Ja, ich habe jetzt hier nochmal halbwegs eingezogen. Das sieht gut aus, das sieht so aus, wie als ich das auseinandergebaut habe. Ich gucke jetzt nochmal nach dem Drehmoment, sage euch das und ziehe es mit Drehmoment mal fest. So, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Es gibt eine schöne Übersicht vom SV-Rider-Forum, was ich jedem, der in der SV fährt, nur ans Herz legen kann. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich schon, ich sag's trotzdem. Da treiben sich echt fähige Leute drin rum. Das sind beides 6er Schrauben, also 6 mm am Durchmesser. Die haben jetzt hier natürlich ne, 10er 6-Kant, aber es sind 6 mm Schrauben. Das ist eine normale Schraube, die Kreuzschlitzschraube, die oben, die kurze. Und die unten, die hat eine 7 drauf.
das bezeichnet die harte Klasse der Schraube. Ne? So wie wenn du im Baumarkt so eine 8,8er Schraube kaufst, ist diese 7, gibt die halt an, wie gut verarbeitet die Schraube ist, wie viel Drehmoment die ab kann. Die 7er kann 10 Newtonmeter ab. Ich habe jetzt hier, also nochmal, die kann 10 und die 5,5. Ne? Die ist nicht bezeichnet, das heißt, sie ist weicher. Ich habe den jetzt hier schon mal auf 5,5 Newtonmeter eingestellt, deswegen fange ich jetzt oben mal an. So, das war fast schon überdreht, aber ich konnte noch ein bisschen was machen. Jetzt stelle ich mir den Kollegen hier auf 10 Newtonmeter ein. So, Moment. 0. Jetzt ist es hier genullt und es ist genau auf der 10. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Eventuell. So, und dann ziehen wir uns die untere Schraube mit 10 Newtonmetern an. Ist mehr als man denkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, ist auch ein kleiner Drehmomentschlüssel, aber es ist trotzdem mehr als man denkt. So, wir sind fertig und jetzt setzen wir uns die Ritzelabdeckung wieder rein. Boah, ist die schön. Hat Lena die schön sauber gemacht? Leute, fette Props. So, dann gucken wir mal. Die Oberschraube habe ich einfach mal drin gelassen aus Spaß. Das sieht gut aus. Was hatten wir denn da? Das war 8, glaube ich. Was habe ich wieder weggeräumt? Mann, bin ich ordentlich. Oh, dann brauchen wir die 8er Nuss wieder hier. Also die kriegen dann, also wenn ihr es machen wollt, ne, wenn ihr so einen kleinen Drehmomentschlüssel habt, das sind auch 6er Schrauben ohne Bezeichnung. Ja, also da ist keine 7 oder so drauf. Das heißt, die kriegen auch 5,5 Newtonmeter. Kupplungshebel immer weg. Ich muss hier arbeiten. Schalthebel. Kupplungshebel. Bullshit. Oh, Bullshit. Das verstehen die Kleinen ja noch nicht. Können sie trotzdem die Videos gucken. Also stellen wir uns den wieder zurück auf 5,5. Und nochmal 5,5. Die zweite Sache, die ich im Intro gesagt habe, die ich vergessen habe, war der Sicherungslack hinten auf den Muttern, die das Kettenrad tragen. Und das machen wir jetzt noch schnell. Und dann sind wir fertig. Also, Lena hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Den Kettenradträger hier auf Hochglanz gebracht. Wahnsinn. Die Muttern auch. Hier diese Gegenhalter, die unten reinkommen. Das heißt, wir setzen uns das wieder zusammen. Das Kettenrad, das habe ich schon hier. Das habe ich eben auch mal übereinander gehalten. Kann ich jetzt auch noch mal machen, bevor ich es wieder auspacke. Bläh, was ein Mock. Ja, also es passt. Wenn es hier übereinander hält, dann sieht man, dass es auch 45 Zähne hat. Genau wie das alte auch. Deshalb packen wir uns das jetzt hier mal raus. Fort damit. Ist auch von AFAM. 14404-45. Das 45 steht für die Zahnanzahl. Wichtig ist, da wo es abgesetzt ist, man sieht das hier, das kommt quasi nach außen. Das ist die äußere Seite. Legen wir uns das hier mal auf. Jetzt müssen wir natürlich. Ich habe gerade eben mal nachgeschaut. Und zwar im Internet. Im Werkstatthandbuch steht wohl drin: Anzugsdrehmoment für diese Schrauben 60 Newtonmeter. Bei 60 Newtonmeter reißt man sich wahrscheinlich entweder den Bolzen ab oder dreht die Schraube rund. Der korrigierte Wert ist. Oh, jetzt muss ich mal schauen. Das habe ich eben gesagt, ich habe 29. Genau. Lena, ich habe 29 gesagt, ne? Ja, 29. Ist falsch, ja. M10, 29 Newtonmeter, jetzt war schön durchs Bild gelaufen hier. Top. Top Produktion. So. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier einen von diesen Widerbolzen mal ein. Wir halten den von unten erstmal ein bisschen fest. So, Unterlegscheibe. Wir machen die jetzt alle erstmal so rein, dass uns das nicht mehr auseinanderfällt. So, zack.
Du. Schon wieder alles hier nirgendwo mehr hin. Das heißt, die letzten beiden setzen wir uns jetzt hier auch noch ein. Komm schon, Baby. Dreh dich. Und ein Loch ist noch frei, ein Bolzen ist noch da. Das geht super auf, würde ich mal meinen. Einmal Unterlegscheibe, einmal Mutter. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, um es zu erleichtern, dieses Drehmoment anzuziehen. Man kann das natürlich jetzt wieder ins Hinterrad einsetzen. Ich probiere es jetzt einfach mal hier festzuhalten. Das ziehen wir uns mal die Handschuhe aus. Ich den Drehmomentschlüssel nämlich nachher nicht noch sauber machen. Jetzt stellen wir uns das Drehmoment hier ein. Das ist der MicroClick 100. Der geht von 20 bis 100 Newtonmeter. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier mal die 3,54... Genau. 25 plus 4 sind 29, also habe ich in der Schule mal so gelernt. Schauen wir mal, ob das hier irgendwie. Warum mache ich das eigentlich mit der Verlängerung? Die brauchen wir überhaupt nicht. Das geht auch so hier. Schauen wir mal. 29 müsste eigentlich. Ja. Ist schwer. Aber machbar. So, wichtig ist hier, zieht über Kreuz an. Die habe ich gerade angezogen. Nehmen wir mal hier oben. Schön festhalten. Ja, auf dem Rad wäre es einfacher gewesen. Gut. Tut mir nicht alles für ein gutes Bild. Da muss ich ja trappen, mich nicht auf die Arbeitsplatte wuchten. So, 29. Klack. Welche ist die letzte? Ja. So. Bombenfest. Perfekt. Haben wir das? Dann können wir das wieder in das Rad einsetzen. Und es folgt der Einbau des Hinterrades. Was ich vorhin schon beim Ausbau gesagt hatte, war, dass es besser gewesen wäre, wenn wir uns den Sattel abgemacht hätten. Da wir das Hinterrad jetzt wieder einsetzen wollen, gehe ich jetzt hin und mache das mal ab. Es wird hinten gegengehalten hier mit einer 14er Nuss. 14er Schlüssel und dann gehen wir vorne hin. Was haben wir vorne? Auch 14, genau. Deswegen mache ich das nicht mit zwei Maulschlüsseln, weil ich ja, kräftig sein zahlt sich hier wirklich aus. Also ich frage mich manchmal, wie man manche Schrauben aufkriegen soll. Ja, nicht so kräftig ist. Dass die hier so einen Meter Arm dran machen. Also die Knarre ist ja schon groß, das ist eine Halbzollknarre. Wäre natürlich besser gewesen, das vorher zu machen. Ne? Deswegen sage ich das. Dafür sind die Videos da. Ja, macht es vorher, wenn das Moped noch zusammengebaut ist, dann ist es viel, viel einfacher, das zu machen. So, jetzt haben wir hier den Sattel. Wo tun wir uns den Sattel jetzt hin? Den Sattel tun wir uns jetzt hier, ich hatte gesagt, mit einem Kabelbinder, aber ja, das mache ich jetzt auch. Ich lasse den hier hängen. Vielleicht schneide ich das noch raus, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Jetzt mache ich mir hier ein paar Kabelbinder zusammen. Und damit der nicht an der Leitung hängt. Also das hier solltet ihr auch nicht machen. Immer schön, schön, schön. Immer sehr, sehr praktisch, hier Sachen zu zeigen, die man nicht machen soll. Ihr solltet den Sattel natürlich nicht am Bremsschlauch hängen lassen, weil die Belastung dann einfach für den Sattel zu hoch ist. Das heißt, ihr nehmt euch hier einen Kabelbinder, macht den über einen Auspuff, weil der ist ja im Moment nicht heiß. Komm schon, Baby. Also nicht ein Kabelbinder, sondern es sind hier jetzt drei Stück. Dann zieht ihr euch das hier zusammen.
Hauptsache, er hängt nicht in dem Bereich, wo ich gleich das Rad hier einsetzen will. So, das reicht mir schon. Wunderschön. Als hätte Suzuki das so gebaut. So, jetzt gehen wir hin. Jetzt hängt die Schwinge natürlich. Ja, also das können wir gleich alles mit der Kette machen. Was müssen wir mit der Kette machen? Wir müssen die Kettenspannung ja auch noch machen. Ich werde sonst Lena gleich einfach mal fragen, ob sie mir hilft. Jetzt holen wir uns mal die ganzen Teile hier ran und dann bauen wir das wieder das Hinterrad ein. So, jetzt kommen wir zum Einbau vom Hinterrad. Lena hat sich dazu bereit erklärt, mir gleich ein bisschen zu helfen auf der linken Seite. Ich wollte dich jetzt nicht hier wegschicken. Es ist folgendermaßen, wir haben jetzt hier eine Distanzhülse. Das ist die für die, was habe ich eben gesagt, rechte Seite, genau. Weil hier nämlich noch, der kommt übrigens mit den Mulden nach außen. Ich wusste es eben nicht, habe es nochmal auf dem Video nachgeguckt. Das heißt, wenn ihr die Mulden seht, das ist die Außenseite. Das ist der Bremssattelträger. Ne? Das passt hier auch perfekt aufeinander. Das ist die Radseite, die habe ich neu gefettet. Hier mit so einem MOS-2 Langzeitfett von Liquimoli. Das ist eigentlich ganz gut dafür. Hier war so ein gelbes Standardfett drin, das habe ich aber auch gar nicht mehr hier. So, das heißt, das kommt hier hin. Ich kann mir die Achse eigentlich auch schon mal einsetzen hier, so ein bisschen habe ich auch schon mal gemacht, dass das hier so hängt. Das Puzzlige ist jetzt, dass wir das wieder zusammenbekommen. Hier ist das Leitblech für links, genau wie für rechts, das habe ich jetzt hier auf der Achse drauf. Ich weiß nicht, ob man es in der Einstellung sieht, hier ist es. Das kommt links natürlich dann genau auf dieselbe Stelle, damit sich das hier nicht verdreht und man das hier schieben kann, wenn man die Kettenspannung einstellen möchte. Und hier ist die Unterlegscheibe und die Mutter links, die dann quasi wieder auf den Achszapfen hier drauf kommen und die ganze Geschichte dann wieder zusammenhalten. Der Kettenradträger, ne, den haben wir hier unten auch neu gefettet. Der klingt sich quasi hier mit diesen Teilen. Ich halte das Rad einfach mal aus Spaß hier hoch. Oh. So, damit man das auch mal sieht, wie das funktioniert. Diese Buchse hier, die hat die Lena so schön sauber gemacht, dass ich jetzt nicht mehr dran gedacht habe, dass die auch gefettet war. War sie. Das heißt, die fetten wir jetzt auch nochmal nach. So. Ich habe eben zu Lena schon gesagt, der Akku von der Kamera wird gerade ein bisschen leer. Mal gucken, dass das noch funktioniert, sonst muss ich die zweite noch hernehmen. So, das ist jetzt schön gefettet hier, dann machen wir das hier oben noch drauf. Wenn ihr mal ein paar Minuten zurückspult, schaue ich das mal an, wie das aussah, als das Rad ausgebaut worden ist. Nur mal als kleiner Hinweis. So, das heißt, hier oben muss es auch noch gefettet werden. Das ist ganz wichtig, weil da sitzt es, ja, komm schon, Baby. Da sitzt es im Kettenradträger, sitzt es quasi drin. Das heißt, das fetten wir uns hier oben auch nochmal. So. Jetzt haben wir den Kettenradträger hier. Das heißt, das kommt hier rein, dieses Stück. Das passt da rein. Und jetzt setzen wir uns den. Upsala, das war das Lager außen oder ein Stück davon. Und das Sofa. Ey, sag mal, ich fasse es nicht. Das ist ja wohl nicht wahr. Aber Leifer kann es nicht gehen, ne? Das ist nicht zu glauben. Wo ist es denn hin? Ah, da. Was ist? Ich hab's. So. Also, meine Güte. Heute ist auch der Tag, wo alles schief geht irgendwie. Also es geht nicht schief, aber es geht so schief, dass man es eigentlich nicht filmen will. So. Jetzt haben wir uns das wieder hier zusammengebaut. Ja, also, nicht durchdrücken, ne? Sonst geht euch hier. Dieses Distanzstück, das ist quasi das Distanzstück, was hier das ist ja nicht die Kettenseite, das ist die andere Seite. Ach Mann, ja, heute ist kein guter Tag irgendwie. So, Hauptsache kriegt es wieder fehlerfrei zusammen. Wir stecken uns das jetzt hier rein. Wenn wir das hier schon in der Hand haben, können wir auch noch ein bisschen Fett drauf machen. Ne, weil wer gut fettet, der gut fährt. Weil wer gut schmiert, der gut fährt. Hier auch noch. So, ja, schön. Wie gesagt, wir haben ja den Sattel jetzt hier hochgebunden und jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie da wieder eingebaut kriegen. Ich habe mir diese Achse jetzt extra schon hier reingesteckt, damit das. Oh Lena, jetzt mache ich alles wieder dreckig, tut mir leid. So. Also, wir brauchen. Du hast noch ein Distanzstück, das ist. Ist das von mir? Das ist von mir, genau.
Genau. Das haben wir auch noch gefettet, das passt nämlich hier genau rein. Moment, ich leg's nochmal, ich tue es nochmal hier ein bisschen nach vorne, ich weiß nicht, wie das Video wird. Ja, das passt hier rein. Ja, das haben wir auch nochmal nachgefettet hier. Ja, das ist das hier. So, jetzt kommt der knifflige Part. Das heißt, wir tun uns das Rad jetzt hier wieder rein. So, ich stelle das mal hier auf dem Bein ab. So. Genau, das ist dein Stück. Oh, voilà. Nee, komm bitte doch mal auf die andere Seite, Lena. Und halt mir mal dieses Distanzstück hier fest. Ja, du musst es am besten hältst es von unten. Genau. Also hier einfach unten drauf drücken, wo ich hier drücke. Ja, also wie gesagt, Hinterrad einbauen alleine ist fast unmöglich. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben hin. Oh, meine Herren. Ich kann jetzt gerade nichts sehen, Lena. Warte mal. Ich auch nicht. So, versuch die Achse mal durchzudrücken jetzt. Sauber. Sehr gut. Die Achse kommt jetzt gerade durch. Ja. Weiter, weiter. Ja, warte mal. Geht nicht weiter. Warum geht sie nicht weiter? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, warum es jetzt hier nicht weitergeht. Moment. Weil sie wahrscheinlich hier hinten schon steht. Nee, kann sie noch gar nicht. Nee, kann sie nicht. Ja, ein bisschen Gewalt. Da geht er da auch. So. Die Achse hätten wir auch fetten sollen. Hätten wir die Achse fetten sollen? Natürlich hätten wir die Achse fetten sollen. Scheiße. Ich habe jetzt die Lager so viel gefettet. Ja, sorry, das ist jetzt natürlich gut. Wieder mal, wie macht man es nicht? Die Achse natürlich auch fetten. Ich möchte das jetzt hier aber einfach mal zeigen, wie es geht. Wir schieben uns das jetzt hier mal nach vorne. Ich setze jetzt hier vorne auf der anderen Seite dieses Leitblech wieder ein. Das geht ja direkt auf die Kastenschwinge. Dann kommt die Unterlegscheibe. Und dann kommt die selbstsichernde Mutter mit dem Sprengring da drauf. Und jetzt gucken wir uns mal das Drehmoment an und ziehen das erstmal wieder fest. Indem wir das hier ein bisschen reingeschoben haben. Ja, der Rest macht gleich die Kette. Das heißt, diese Position hier, die ist egal. Ja, ob das jetzt hier hinten oder vorne ist, das rutscht jetzt natürlich nach hinten. Ja, durch die Schwerkraft hier, weil die Schwinge natürlich angekippt ist und die Kette das Hinterrad nicht festhält. Deswegen ist das jetzt gerade vollkommen egal. Und wir müssen die Kette eh einstellen, bevor wir hier komplett festziehen. Und ich mache gleich erstmal den Bremssattel wieder dran. Bevor man mir das mal Pilz genau aufläuft. So, ich habe gesagt, wir wollen nicht schlampen. Und da sie eh gerade auf der Bühne steht, kommt Nachfetten nicht in Frage. Das heißt, ich mache links hier wieder auf. Wir fetten die jetzt hier, wo wir es gerade schön stehen haben. Ich habe das Blech, dieses Arbeitsblech, das man hier rausnehmen kann, um das Rad rauszunehmen, habe ich jetzt mal wieder eingesetzt. Und den Deckenzug, also ich habe hier so einen elektrischen Deckenzug hängen, der das Moped hier gerade hält, was hat keinen Hauptständer. Jetzt so hingestellt, dass das Rad so steht, ja, dass ich jetzt die Hoffnung habe, dass wir die einfach wieder rausziehen können hier, ohne dass hier groß was passiert. Das Rad setzt sich natürlich ein bisschen. Ja, das war das Leitblech links. Und jetzt, ja gut, natürlich, das fällt natürlich raus. Was wir jetzt machen, wir ziehen die jetzt so weit raus hier. Ja, wir ziehen sie ganz raus. Keine halben Sachen. Ja, Lena, warte mal, willst du das festhalten kurz? Ja, geht das? Machen, klar. Ja, cool. Stark. Dann, ja, es verrutscht jetzt natürlich alles ein bisschen. Wir tun jetzt hier noch ein bisschen Fett drauf, weil es ist wichtig. Ich habe es einfach vergessen. Sorry, aber wie immer Lerneffekt und so weiter. So, das ist richtig schön schmockig jetzt hier. Boah. Wenn die danach nicht 10 km schneller läuft, dann weiß ich es auch nicht. So, jetzt probieren wir das mal hier. Du musst ein bisschen runter mit dem Bremssattelhalter. Ja. Warte mal. Hochgerutscht. Der ist, glaube ich, hochgerutscht, ne? Ja. Ja, der ist deswegen hochgerutscht, weil sich die Maschine bewegt hat. Der Plan geht aber hier, geht halbwegs auf. Oh ja, der Plan geht halbwegs auf. Ah ja, der Plan geht sehr gut auf. Wir kommen jetzt wieder hier
Also das hätte besser nicht funktionieren können. Ganz im Ernst. Ja. Okay, es muss auch mal was funktionieren heute. Schon zu viel Scheiße passiert, deswegen. Oh, Entschuldigung, ich hab Scheiße gesagt. Ist das jetzt ein ab 18 YouTube-Kanal? Oh nein. Machen wir hier links wieder die Unterlegscheibe drauf. Warte mal, ich wollte sie nur zeigen. Lena, kein Problem. Stand so hilfsbereit. Ne? Genau, stehst hilfsbereit. So, und dann machen wir uns die Mutter wieder drauf. Das war jetzt stark, ja, auf jeden Fall. So. Machen wir uns die Mutter wieder drauf. Und jetzt haben wir hier eine ordentlich gefettete Achse wieder eingesetzt. So, und den Rest, wie gesagt, das kommt gleich alles mit der Kette, weil die legen wir uns jetzt mal hier drauf. So, wir haben jetzt die neue Kette. Ich habe die Kameraeinstellung jetzt extra mal so gewählt, dass man hier mal alles sieht, auch wenn ich jetzt mal hier zwischendurch mal mit rumlaufe. Ja, man könnte sich natürlich den Kettenschutz abmachen. Gunnar, naja gut, wir müssen jetzt erstmal die Bühne wieder ein bisschen, beziehungsweise das Mobile ein bisschen anheben hier. Ans Fliegen kommt, so. Das Rad drehen können, legen uns die Kette quasi hier hinten einfach mal auf und versuchen die mal. Oh, lecker! Kannst du mir gerade mal irgendwie ein Tuch geben, bitte? Ja. Das ist aus dem Kettenschutz. Dankeschön. Das wollen wir uns natürlich jetzt nicht wieder in unseren gerade gesäuberten Ritzelkasten drücken, hier diesen Schmock. Das heißt, wir lassen die Kette jetzt mal hier hinten runterfallen. Schaffen wir das? Moment. Die Kette vorher. Wie man es nicht macht, macht die Kette bitte gerade vorher. Legt sie euch auf dem Kettenrad auf. So. Dann ziehen wir sie uns hier drüber. Hier kommt jetzt vorne der Kettenschleifer, also das Schleifschutzblech, damit die Kette nicht auf der Schlinge läuft. Den kann man dabei auch kontrollieren. Wenn der schon sehr dünn ist, dann sollte der getauscht werden. Das Motorrad hat jetzt nicht die Laufleistung, wo ich die Angst haben muss, dass das dann durchgeht und dann der auf der Schlinge schleift. Wir sehen, die Kette kommt jetzt hier vorne an, am Ritzel. Ja, man muss immer festhalten, das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt hier den Leerlauf drin. Also wir können hier einfach drehen. Drehen, 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 drehen. Es ist wichtig, dass die Kette hier unten wieder rauskommt. Ich weiß nicht, ob man die von hinten schon greifen kann. Ein bisschen brauche ich noch. Dann greift ihr hier hinten durch. So, komm schon. So. Ah, so. Haben wir hier das letzte Stück von der Kette. So. Und jetzt kommt Kette vernieten. So, jetzt hatte ich gesagt, Kette vernieten, aber wir sind rechts ja noch gar nicht fertig. Wir müssen ja noch den Bremssattel dran machen, den wir uns hier oben aufgehängt haben. Das heißt, ich habe mir noch eben einen Seitenschneider hier zurechtgelegt. Jetzt sind wir schon wieder weg, aber hier liegt noch eine Zange, mit der wir uns das hier aufmachen können wieder. Schnipp. Schnipp und Schnipp. Zweimal schneiden. Einmal wegwerfen. So. Jetzt müssen wir den Belag erstmal wieder über die Bremsscheibe bringen. Den haben wir uns ja eben auch abgemacht. Das ging ja einfach. So, wo sind die Schrauben dafür? Oh, Lena, könntest du mir eventuell mal... Hast du die Schrauben jetzt sauber gemacht? Die vom Bremssattel hier hinten? Also oder haben wir die weggelegt? Hier liegen keine mehr. Da liegen keine mehr. Witzig. Witzig, witzig. Wir gehen auf die Suche, nicht? Hä? Was sind das für Schrauben? Das sind Sechskantschrauben auf jeden Fall. Die liegen bestimmt hier irgendwo drunter. Ja. Die liegen bestimmt hier unten drunter begraben, unter den Tasten. Ja, da ist eine. Wo ist die andere? Die andere sieht genauso aus. Meine Güte. Das ist hier heute. Das ist eine geplante Arbeit.
Nee, das ist hier. Ja. Das können wir direkt mal wieder einsetzen. Das ist von dem Widerlager hier. Das können wir uns direkt mal hier reindrücken. So. Und hier zumachen. Aber eine Schraube brauchen wir auf jeden Fall noch. Wo ist sie hin? Ist sie runtergefallen? All das und viel mehr in der nächsten, ja, ich sag's jetzt nicht, aber ihr wisst genau, was ich meine. Was wir natürlich jetzt schon mal machen können, ist hier mal eine Schraube irgendwie reindrehen. Also so sieht sie aus, Lena. Wir müssen sie finden. Ja. Wir müssen sie finden. Ja, es kann natürlich sein, dass uns dieses Distanzstück da irgendwie um die Ohren geflogen ist. Dass sie dabei verlustigt gegangen ist. So, nächstes Mal. Guter Tipp. Es gibt so Gefäße, da kann man eigentlich die ganzen Schrauben reintun. Also ich sehe die Schraube jetzt hier nicht. Wir gehen auf die Suche und machen einfach mal weiter, wenn wir sie gefunden haben, würde ich mal meinen. Wo war sie? Unter der Bühne. Schön. Ich hab sie. Drehen wir uns hier rein. Ich habe gerade mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut. Es sind für diese Schrauben 23 Newtonmeter. Ich gucke nochmal nach. Hinterrad, Moment, Lena sagt gerade was anderes. Hinterrad, Bremssattel, Befestigungsschraube. Nee, 23. Ah, okay. Ja, ist ja kein Ding. Nur lieber zweimal geguckt, als einmal falsch angezogen. 23. Haben wir hier schon den richtigen dafür? Nee, haben wir nicht. Was brauchen wir? Das ist 14. Wir brauchen, sagen 12, ne? 12, genau. So, also 23 einstellen. 25, 23. Lena putzt immer noch. Wahnsinn. Kommt aus dem Putzen halt gar nicht mehr raus. So, also 23. Präzisionswerkzeug, ne? Bitte vorsichtig mit umgehen, am besten nicht auf die Bühne knallen. 23. So, was haben wir hier vorne gehabt? Hier haben wir uns gegengehalten. Ja. Und haben uns hier hinten gegengehalten, den muss ich gerade mal schauen. Ach ja, das war 214er, genau. Wer aufgepasst hat, weiß es. Und zu dieser Schraube sind es 27 Newtonmeter. Stellen wir uns mal ein. So, 27. Also wie gesagt, 2x14. Machen wir den hier mal drauf. Halten uns den hier gegen. Boah, der ist ein bisschen zu lang hierfür. Ist die Rastung einfach nicht. So, fertig. Was war das jetzt? Genau, 27. So, sind wir hier fertig. Wir haben die mit Drehmoment wieder angezogen. Diese Stange hier, die quasi das Moment vom Bremsen hier aufnimmt, ist auch wieder dran. Und jetzt können wir uns ans Vernieten der Kette machen. Jetzt vernieten wir die Kette. Und das ist wichtig, dass man das richtig macht, weil wenn die Kette nicht richtig vernietet ist, lauft die Gefahr, dass ihr einen schweren Unfall habt oder was auch immer, wenn die Kette reißt. Ist mir schon passiert, weil ich die Kette zu schlecht gepflegt habe, ist sie mir bei 180 auf der Autobahn um die Ohren geflogen. Kann ich keinem empfehlen. Hier war ein Nietschloss dabei. Ne? Das heißt, dieses Nietschloss ist quasi das letzte fehlende Kettenglied, das wir hier brauchen, um die Kette zuzumachen. Es ist hier auch so ein bisschen Grease dabei, hier, so ein bisschen Schmierzeug. Das heißt, damit fetten wir jetzt erstmal, Hände sind eh schon dreckig, deswegen ist das scheißegal hier alles, fetten wir das jetzt hier mal. Also diese Bolzen, Kettenbolzen. So,
Und, oh, Entschuldigung, Lena, vielen Dank. Wir fetten uns die Kettenbolzen. Sieht man das jetzt gut? Jetzt sind sie gefettet. Jetzt sind sie gefettet, ja. Magic! Auf einmal sind sie gefettet. So, danke für den Hinweis. Finde ich immer super, weil sonst kannst du den Take nämlich nochmal machen. Wir setzen uns das jetzt hier von hinten ein. Nein, machen wir nicht. Wir setzen uns einen O-Ring auf. Beziehungsweise setzen uns zwei O-Ringe auf. Weil es eine O-Ring-Kette ist. So, jetzt haben wir die hier drauf. Sieht man das? Ja. Sehr gut. Vielen Dank. Schieben uns das von hinten hier durch. Ja, wir schieben uns das deswegen von hinten durch, weil wir es von vorne vernieten wollen. Wir wollen gucken von vorne, ob der Niet gleich umgepresst ist. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist jetzt erstmal, die Kette hier zu verbinden. Ja, das heißt, wir verbinden die Kette jetzt hier. Und, Moment. Oh, ein Tuch hier für die Schmiererei. Wir verbinden uns die Kette erstmal. So. Sehen wir hier. Ja, man sieht es hier jetzt. Jetzt haben wir hier die beiden Nieten. Ich muss gleich gucken, ob ich den Zoom noch mal ein bisschen umstelle. Ich mache gleich noch mal kurz Pause. Jetzt haben wir hier das Außenglied dazu. Das heißt, das stecken wir uns jetzt hier drauf. So, man kann es nicht per Hand aufstecken, das ist auch so gewollt. So. Ich habe hier von Kellermann dieses Kettennied-Tool. Das ist genial. Was nicht genial ist, ist die Anleitung, die dabei ist. Die ist einfach nur schlecht. Es gibt im Internet ein Video dazu, das habe ich mir mit Lena eben mal angeschaut und Lena war auch der Meinung, dass das so gut gemacht ist, dass man das wirklich gut verstehen kann. Wir haben hier das Kettennied-Tool, also diesen Block selber. Jetzt haben wir hier eine Haltestange, die schrauben wir uns jetzt hier unten mal rein. Wir haben eine Schraube, die ist sehr, sehr grob, die ist zum Grobeinstellen und eine mit einem Feingewinde. Und die mit dem Feingewinde ist auch diejenige, die wir dann gleich mit einer Knarre betätigen werden. So. Jetzt haben wir, das legt das mal wieder weg. Jetzt haben wir hier eine Einspannhilfe. So, und an dieser Einspannhilfe sieht man jetzt. Moment, ich muss jetzt gerade mal gucken, welche die richtige Richtung ist. Genau. Man sieht hier eine Vertiefung. In diese Vertiefung kommt dieser Dorn. Ne? Das heißt, gleich wenn wir das Werkzeug betätigen, drücken wir mit dem Dorn in diese Vertiefung hier rein. Dafür ist sie da. Das heißt, daran sieht man die Bedienungsrichtung dieses Werkzeuges hier sehr gut. Das heißt, das Stück mit der Stange, ich muss gerade mal gucken, so, genau. Das Stück mit der Stange kommt nach hinten. Hier ist ein Neodym-Magnet dran. Ja, dieser Neodym-Magnet, ich drehe jetzt mal ein bisschen nach vorne. Ist das mittig oder muss ich in eine andere Richtung hier irgendwo? Ja, das ist gut. Das ist gut? Mhm. Gut, danke schön. Das heißt, so, es klebt schon. Ne? Hier. Fällt nicht runter. Jetzt setzen wir uns das Teil hier eben mit dieser Vertiefung hier drauf. Ne, so rum natürlich. So. So. Jetzt sitzt das hier Press an. Was heißt Press? Ne? Es gibt noch kein Press. Press machen wir gleich. Jetzt machen wir uns das Tool hier so weit auf. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Wir drehen uns den Dorn komplett zurück. Im Video ist so 5 mm, soll er noch irgendwie rausgucken. Und hiermit stellen wir jetzt einfach nur die Breite ein. Ich muss jetzt hier mal schauen auf der Seite. Ja, okay. So, jetzt ziehen wir das hinten mal hier halbwegs fest. Wichtig ist, das ist jetzt ganz wichtig, dass der Dorn hier vorne vom Werkzeug. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, aber sehr gerne. Kommen da noch O-Ringe dazwischen? Auf der einen Seite? Oh! Ja, siehst du? Es ist immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der was von der Materie versteht. Das tue ich scheinbar nicht. Lena hat natürlich vollkommen recht. Wenn ich das jetzt verpresst hätte, hätte ich mir ein neues Kettennietschloss holen können. Klar kommen hier Ohrringe drauf. Meine Güte. Also heute ist scheinbar nicht mein Tag, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wenn es nicht
nicht der Tag von einem persönlich ist, sollte man das Schrauben eigentlich lassen. Ich hatte mal so einen Tag, da habe ich versucht, auf meinem 125er Roller irgendwie die Ölpumpenzahnräder zu wechseln, habe mehr kaputt gemacht, als ich repariert habe. Das war nicht schön. So, das bleibt jetzt hier aber gar nicht so gut drauf stehen. Durch den Grease haftet das jetzt hier ein bisschen. Ich versuche mal die Außenlasche hier. AFAM, ne, steht hier wieder AFAM drauf. Das kommt nach außen. Hier wieder mal drauf zu drücken, dass sie so halbwegs hält. Tut sie jetzt. Ja, Lena hat mal wieder den Abend und das Kettenschloss gerettet. Jetzt haben wir hier wieder die Magneten. Das heißt, das ist die Seite, die hier zu dem Außenstück kommt. Hier haben wir die Vertiefung für die Dornführung des Werkzeuges. Das heißt, wir machen das wieder hier drauf. Das hat hier auch ein Magnet, das heißt, es hält jetzt automatisch. Jetzt gehen wir wieder hin, drehen hier nochmal ganz auf. So, und dann setzen wir das Werkzeug an. Dass der Niet vorne drin ist. Es ist einfacher, wenn ihr den Niet vorne einsetzt. So, das sehe ich gerade. Das kann man ja mal sagen. Ich habe den Niet ganz zurückgedreht, setze den Niet jetzt vorne zuerst ein. Der verschwindet jetzt hier in dem Loch. Und jetzt ziehe ich mir hinten diese Arretierungsschraube. Es ist nur eine Arretierungsschraube, damit das Werkzeug hier sitzt. Die ziehe ich mir jetzt hier fest. Ich kann das jetzt loslassen. Es bleibt hängen. Jetzt hole ich mir hier mal eine Knarre. Und gucken mal, wie viel das sein muss. Also was das für eine Maulweite ist. Ich meine, es wäre 17. Es ist 19, glaube ich. Das ist es. Es ist 19. So. Das heißt, wir fangen jetzt an. Also schaut euch bitte, bitte, wenn ihr das macht mit dem Werkzeug, schaut euch bitte, bitte das Video von Kellermann an. Es ist wirklich genial. Ja, man sieht jeden Arbeitsschritt. Man sieht auch, wie man eine alte Kette trennt und so weiter, wie man auch eine neue Endloskette trennt. Weil wichtig ist Folgendes. Ich erkläre das jetzt mal, an welchem erkläre ich es besser, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass diese Außenlasche, die wir jetzt hier draufdrücken, natürlich in die gleiche Höhe kommt wie alle anderen. Das kann man jetzt auf dem Video nicht sehen. Deswegen sage ich, bitte, bitte, schaut euch das Video an, sonst zerpresst ihr euch die Ohrringe. Die Ohrringe gehen dann kaputt. Also die Ohrringe, die ich jetzt gerade noch draufgesetzt habe, weil Lena mir das netterweise gesagt hat, sonst hätte ich sie mir nicht kaputt gemacht. Das heißt, ihr müsst hier von der Seite gucken, dass ihr das höchstens so weit aufdrückt, bis das Werkzeug, das ist auch eine schöne, schöne Sache hier. Es gibt ja hier an der Seite, kann man es hier besser sehen wahrscheinlich, ja, ist das Werkzeug ja genauso weit jetzt aufgedreht, wie ich das hier gedreht habe, wie die Laschen hier außen sind. Das heißt, wenn man hier außen nicht mehr drehen kann, dann hat man was falsch gemacht. Wenn es hier auf Press liegt, dann ist es schon zu weit. Ich kann das hier noch gut bewegen. Also ich drehe jetzt noch ein bisschen weiter. Geht immer noch gut, aber da ist noch Luft. Drehe noch einmal, so. Ja, man sieht, es wird weniger. Ich sehe jetzt auch hier. Ja, da geht auch noch was. So, das heißt, wir drehen noch ein bisschen, gucken noch mal hier. Ah. Jetzt kommt es langsam dran. Drehen noch ein bisschen. So. Und jetzt geht das Werkzeug hier quasi saugend über die nächste Kettenaußenlasche. Und das heißt, weil das Kettenschloss, was wir hier in der Mitte haben, natürlich auch auf genau demselben Level ist wie dieser Außenzahn hier, ne, der hier jetzt quasi genau über das nächste Kettenglied hier geht. Haben wir das jetzt genau in der Position, in der wir das haben wollen. Das heißt, wir drehen uns die Knarre um und machen das wieder ab. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Wichtig ist immer, nicht zu viel, lieber zu wenig. Ihr könnt immer zu wenig machen, dann könnt ihr das hier nochmal abmachen alles und euch das anschauen. So, herrlich, ne? Was wir jetzt hier sehen, das machen wir ein bisschen sauber, diese beiden Außenlaschen liegen jetzt genau plan nebeneinander. Das ist das Wichtige. Ja, das heißt, der O-Ring hier von dem Kettennietschloss ist jetzt quasi genauso gepresst und der Abstand von der inneren Kettenlasche, also von der Innenlasche zur Außenlasche, ist jetzt genau derselbe wie bei den Nachbargliedern hier. Perfekt. Das heißt, wir sind jetzt hier mit dem Schritt 1 fertig und bereiten uns jetzt mal auf Schritt 2 vor. Trinken wir erstmal noch ein bisschen Pilsgenie. Verniet. Endteil dieser Geschichte hier
Wir haben jetzt hier, ich habe das nochmal ein bisschen rangezoomt, damit man es besser sehen kann. Ne? Wir haben jetzt hier die beiden Hohlnieten vom Kettenschloss, links und rechts. Und die soll natürlich irgendwann mal so aussehen wie auf der rechten Seite. Das ist natürlich jetzt maschinell, industriell verpresst. Das heißt, die nehmen da keine Hohlnieten für, sondern das ist wahrscheinlich Vollmaterial, ne, weil das eben mit hydraulischem Druck dann gemacht wird. Ne? Das ist ein bisschen anders als das hier jetzt. Damit wir das aber jetzt hier machen können, sind das eben hier Hohlnieten. Und es gibt hier in diesem Werkzeugset noch einen Aufsatz. Und dieser Aufsatz ist dafür da, nur mit hinten, ne, der kommt natürlich hinten drauf. Hinten sehen die Bobbles aber genauso aus wie vorne. Ja, der ist dafür da, dass man sich hinten das quasi nicht kaputt drückt. Dieser Aufsatz kommt hinten in die Schraube hier rein, die uns das hier in Position bringt. Ne? Das heißt, der kommt hier hinten in diese Positionsschraube rein. So, jetzt drehen wir. Muss man ein bisschen mehr drehen, wenn das Werkzeug nicht mehr dazwischen haben. Ne, wieder vorne einsetzen. Ja, vorne einsetzen ist besser. Wir drehen uns das in Position. Jetzt hängt der Dorn vorne im Hohlnied drin. Ja, so, ich kann das jetzt hier drehen. Ne, das Werkzeug ist fest. Und jetzt fangen wir an und drehen uns mit diesem Dorn den Hohlnied auf. Also wir spreizen den Hohlnied jetzt damit. Ja, kann man jetzt nicht sehen. Ich mache das jetzt mal ein bisschen. 20 Newtonmeter ist das angegebene Drehmoment. Deswegen hole ich mir gleich mal einen Drehmomentschlüssel. Ich mache das jetzt mal wieder auf. So. So, jetzt können wir uns das hier wieder rausziehen, das Werkzeug. Und wir sehen, der wird breiter. 20 Newtonmeter sind mehr, als man denkt. Das heißt, wir stellen uns den jetzt hier mal ein. 20 Newtonmeter. Ich meine, es waren 20. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es waren auf keinen Fall weniger, weil das hätte ich das mit meinem Drehmomentschlüssel, den ich hier habe, nicht machen können. Deswegen laufen wir gar nicht Gefahr, dass ich hier irgendwelchen Stuss erzähle. Wir machen jetzt einfach mal 20 Newtonmeter. Das heißt, der MC100 hier, der steht jetzt auf der kleinsten Stufe, die er überhaupt kann. So, tun uns vorne den Dorn wieder in die Hohlniete rein. Dann ist es einfacher. Drehen uns hinten die Spannschraube mal an, damit das Werkzeug hier wieder hängt. Hängt jetzt hier einfach. Und jetzt versuchen wir einfach mal mit 20 Newtonmeter hier gegen das Werkzeug diesen Hohlniet umzubiegen. So. Ja, ich sage 20 Newtonmeter mehr als man denkt. So, das wären jetzt 20. Drehen uns das nochmal lose. Das heißt, wir drehen uns das nochmal auf. Hi Christian. Ja, danke Dito. So, drehen uns das nochmal auf. Ja, das ist noch nicht so, wie ich das eigentlich haben will. Man kann erkennen, der ist breiter als der andere. Was ich jetzt mache, ich habe die Anleitung hiervon, weil sie so schlecht ist, weggeworfen. Ich mache jetzt einen neuen Take und gucke nochmal im Internet nach, was das maximale Drehmoment ist, weil das gefällt mir noch nicht. Das ist noch zu wenig. Ich möchte, dass das noch ein bisschen mehr aufgespreizt ist. Und das gucken wir uns erstmal an. Ich habe jetzt eben online nochmal nachgeschaut und gesehen, der Maximalwert ist nicht 20, nicht 25, nein, es geht noch mehr, 35 Newtonmeter. Da ist garantiert noch irgendwie eine Sicherheitsreserve drin, die wir hier nicht ausschöpfen wollen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und stellen den Drehmomentschlüssel auf 30 Newtonmeter. Also ich wusste, dass es etwas ist, was man mit ihm hier anziehen kann. Umstellen. 30 Newtonmeter. Weil der Niet sah eben nicht so aus, wie ich den haben wollte. Der war noch viel zu schmal. Das soll hier richtig sein. Das muss richtig sein. Oh, meine Herren. 30 Newtonmeter mit der Hand zu halten, ist schon schwer. Das heißt, wir drehen uns das mal wieder. Oh, meine Herren. Wieder raus. Ja, hier ist es nicht so, von wegen macht's vorher, sondern da musst du wirklich festhalten. Das hilft nicht, sonst du gegen deine 30 Newtonmeter, die du rechts drückst. Ah, das ist deutlich besser. Der ist deutlich breiter als eben. Das gefällt mir. Ja, das funktioniert.
das funktioniert. Ja, man kann es sehen, ne? Indem man da die Löcher vergleicht. Das Loch rechts ist viel, viel kleiner als das Loch links. Und wo soll das Material anders hin, wenn das Loch größer ist als nach außen? Ja, das Material, was jetzt hier nach außen aufgepilzt wird, das hält uns die Außenlasche hier fest. Das ist natürlich hier, wie eben schon gesagt, maschinell natürlich ja, deutlich besser gemacht. Ja, aber das hier ist eben bei dem Hohlnietschloss nicht anders möglich. Das heißt, wir gehen jetzt auf die rechte Seite, wieder vorne den, ja, müssen wir uns mal ein bisschen rausdrehen. Hier ist das runtergefallen, Moment, setzen wir uns wieder ein. Wieder vorne den Niet zuerst einsetzen, mal ein bisschen zurückdrehen hinten. Den Niet zuerst einsetzen, vorne in die Hohlniete. Dann hinten gegendrehen. Ich muss mal ein bisschen das Rad drehen, sonst habe ich das Werkzeug nicht gerade. So. So, wenn ihr das hier so bewegen könnt, ne? Das Werkzeug bewegt sich jetzt quasi auf dem Hohlniet. Ne? Das heißt, ihr habt nichts verspannt. Oder ist nicht falsch angesetzt, so ist es perfekt. Das ist die Kontrolle, dass vorne der Pressdorn, der den Hohlniet aufspreizt, auch genau im Hohlniet drin sitzt und dass das Werkzeug auch hinten richtig sitzt. Deswegen macht das hier. Jetzt stellen wir uns hier wieder um auf zu. Fangen wieder an zu drehen. Ja, also das ist gut, hier haben wir noch gar nichts gemacht, deswegen ist natürlich hier jetzt ordentlich was drin an Umdrehungen. Also 30 Newtonmeter. So, ich sag's euch, das ist wirklich schon ganz schön hardcore, das hier mit der Hand festzuhalten. Holt euch einfach jemanden, der stark ist. Der schafft das. Der muckt nicht so rum wie ich. Der macht das mit links ohne Murren. Ha, perfekt. Sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass der rechte jetzt noch ein bisschen mehr aufgespreizt ist als der linke. Ich setze den nochmal links an, aus Spaß. Und guck mal, ob da noch ein bisschen was geht. Au, wo ist mein Knie da drauf hier? Aua. So, nochmal kontrollieren. Perfekt. Umstellen. Ja. Wenn hier ein Wert eingestellt ist am Drehmomentschlüssel, ihr könnt es ja nicht überdrehen. Ja, er klickt. Sagt euch, ihr seid fertig. Boah, meine Herren. So, wir sind fertig. Umstellen. Werkzeug wieder aufmachen. So. So. Aufdrehen. Jo. Jawohl, das sieht deutlich besser aus. Der ist jetzt noch ein Stück breiter geworden, als er eben war. Noch so ein bisschen Mocker drin vom Durchziehen hier. Das gefällt mir. Wir sind fertig. Das Nietschloss ist drin. Wichtig ist hier, ne, das Glied nebenan kann sich gut bewegen. Ne. Sieht man hier links, sieht man hier rechts. Wir haben es nicht zu fest gemacht. Perfekt, fertig. Wir machen jetzt das Antriebsritzel fest und die Abdeckung wieder drauf und dann spannen wir die Kette und richten das Hinterrad aus und dann sind wir fertig. So, also wir machen jetzt hier hinten die Muttern vom Kettenradträger. Die mache ich jetzt nochmal auf. Die hatte ich schon dran gemacht und hatte die Schraubensicherung vergessen. Ich habe jetzt hier Schraubensicherung mittelfest. Habe ich jetzt im Waschabo nicht gesehen, was genau es sein soll. Aber besser mittelfest als gar nicht, sage ich immer. So, Lena, bitte mal bremsen. Ich habe die Maschine jetzt mal hochgezogen. Danke, reicht schon. Ich habe die Maschine jetzt mal hochgezogen, damit das Hinterrad fliegt, weil ich die nicht immer auf und wieder absetzen möchte. Das heißt, Lena hilft mir hier netterweise und bremst dann einfach mal. Ich muss überhaupt mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Dieser Bolzen, der da drin ist, der haut mich jetzt ab. Ich weiß überhaupt nicht, ob das so funktioniert. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Das Problem ist jetzt, wenn ich die wieder drauf drehen will. Ja, dann haut mir der Bolzen nach innen ab. Oh, bleib hier. Dann muss ich das Hinterrad ausbauen. Das möchte ich natürlich nicht. Wie löst man dieses Problem?
Man müsste eigentlich jetzt was haben, was man hier in der Mitte von diesem Bolzen aufsetzt, damit man die Schraube wohl eigentlich... Moment. Der dreht sich jetzt. Warum dreht er sich eigentlich? Ach, ich bin ein Depp. So, jetzt. Ihr habt das in dem Video gesehen. Der hat hinten quasi so einen kreisrunden Flansch, der eingeschnitten ist. Der passt nur in eine Richtung. Und jetzt habe ich den hier wieder komplett rausgezogen. Ich muss gucken, ob das bei allen Schrauben funktioniert. Ganz wichtig. So, also was mache ich jetzt? Ich mache hier Schraubensicherung drauf. Ganz, ganz wenig. So, das reicht schon. Jetzt hoffe ich, dass ich die... Ja, das klappt nämlich nicht. Da brauche ich mal eine Zange für. Ich muss mir nämlich jetzt den Bolzen quasi von hinten, den muss ich mir festhalten. Während ich die Mutter hier wieder drauf drehe, sonst haut mir der Bolzen wieder ab. Eine doofe Stelle hier, blöd. Das hätte ich anders machen müssen. Das ist einfach dumm gelaufen. Macht das, wenn ihr das auf dem Boden liegen habt, so wie ich das hatte. So, genau. Ihr müsst jetzt hier in der Mutter ziehen. Ja, blöd, blöd, blöd. Normalerweise habt ihr es in der Hand. Hier muss man jetzt extrem vorsichtig sein. Weil wenn der Bolzen hinten wieder aus der Führung rausgeht, dann habt ihr verloren. Ja, dann ist es so, dann könnt ihr den durchdrehen. Ja, Glück gehabt, es funktioniert gerade so. Das Drehmoment ist 60 Newtonmeter. Stelle ich mir mal 20 bis 100 mal ein. 50, 55, schauen wir ein bisschen mehr. 60, so. Das ist eine 14er Nuss. So, Lena, bitte nochmal bremsen. Falsche Richtung. So, 60 Newtonmeter. Alles klar. Und Bremse nochmal loslassen, bitte. So, Nummer 1. So, nochmal bremsen. Ja, Christian, komm doch rein. Ich drehe zwar gerade, aber ist okay. Was brauche ich? Drehst du? Ich drehe mit dem Drehen, ja. Ja, ich brauch noch ein On-Air-Schild. On-Air? Ah, On-Air. Ja, wie beim... Oh, sorry, warte mal. Lena, bitte mal bremsen. Ich brauche noch ein On-Air-Schild. Damit die Leute wissen, dass ich gerade am Drehen bin. Aber das bastel ich mir noch. Aber hey, Amazon macht wirklich. Amazon macht... Oh, jetzt haben wir schon wieder... Warte mal, Amazon, eBay, Mediamarkt, Saturn. Ihr könnt das natürlich überall kaufen, nicht nur bei Amazon. Ne, ganz wichtig. So, also, wir machen hier wieder auf. Ja, ziehen uns den Bolzen nach vorne. So, Lena, kannst du nochmal die Bremse kurz loslassen, bitte? Dankeschön, weil ich muss noch ein bisschen nach hinten. Ich bin hier gerade aus dem Arbeitsbereich raus. So, kurzes Intermezzo vom Christian, immer nett. Er konnte es ja nicht besser wissen. So, Schraubensicherung drauf. Dann wieder hier am besten, ja, von der Seite mit der Zange. Ja, das ist wirklich, also, ne, das kommt davon, wenn man es einfach vercheckt, dann ja, ist das die Strafe dafür. Das ist die Strafe, die gerechte Strafe. Aber wenn man weiß, wie es hinten aussieht, dann kann man sich hier ein bisschen helfen, indem man sich den Bolzen einfach nach vorne zieht. So. Und noch eins. 60 Newtonmeter. Wie oft machen wir das? 5 Mal. Ich habe die Schrauben jetzt nicht markiert. So, bitte Lena nochmal bremsen. Ja. Lena bremst, ich trecke. 60. So, bitte Bremse nochmal loslassen. Ja. Wir machen das 5 Mal. Das heißt, wir sind jetzt bei Nummer 3. Weil ich habe sie nicht markiert. Sonst, wenn wir gleich alle wieder aufmachen, merke ich so, oh, da ist ja schon Schraubensicherung drauf, die hatten wir ja schon. Wie unnütz. Sollen wir nochmal bremsen, bitte? So. Ja, man muss jetzt natürlich eigentlich auch beim Rausschrauben sich das hier nach vorne ziehen, weil sonst... Genau. Ja, das war eine dumme Aktion. Also. Aber ja, es ist ja immer schön, wenn man dann irgendwie was dadurch lernt. Ja, dass es eben hier in dem Zustand einfach schwieriger ist, das zu machen. Aber schöne Technik, ich bin begeistert. Also, ne, ziehen.
Falls ihr das, also schreibt es bitte mal in die Kommentare rein, falls euch das passiert ist, ihr habt es vergessen und müsst es dann so machen wie ich. Ich würde mich wirklich wegschmeißen. Ja, aber ich meine, Fehler passieren, das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass auch ihr das dann nachträglich machen müsst, wo ihr denkt so, verdammt, das habe ich jetzt vergessen. Bitte nochmal bremsen. Mhm. Ah, jetzt haben wir das Problem hier. Ne, haben wir nicht, oder haben wir es? Nee, gut. Hält da hinten jetzt jemand fest oder nicht? Doch, da hält jemand fest, sehr gut. Ich dachte, der Bolzen wäre schon wieder rausgerutscht, kann aber nicht sein. Also sobald der Bolzen hier schon auf der Oberkante der Mutter sichtbar wird, ich kann das Rad gar nicht drehen. Ach so, nee, ich habe auch nicht Bescheid gesagt, das war mein Fehler. So, dann bitte jetzt nochmal bremsen, jetzt bin ich hier im perfekten Arbeitsbereich. Mhm. So, das war Nummer 3, glaube ich, also wenn ich richtig mitgezählt habe. Also sie gehen sehr leicht auf, muss ich sagen. Obwohl es 60 Newtonmeter sind, was ja schon recht viel ist, gehen sie leicht auf. Was wahrscheinlich der Grund ist, dass man hier Schraubensicherung verwenden soll. Schön ziehen beim Aufmachen. Genau, wenn der nach innen abhaut, Leute, dann habt ihr ein Problem. Ne? Dann habt ihr echt das Problem, dass ihr das abmachen müsst. Dann kriegt ihr nicht mehr raus. Schön drauf achten. Das ist aber auch schön hier. So, mit der Tang. Gehen wir die Tänge, da kann jeder mit im. Ja, ich drehe eine Mutter auf dem Bolzen. Ne? Interessant. Interessanter wird es halt nicht mehr. Weil das ist das Einzige, was wir hier noch machen müssen. Dann wieder nochmal bremsen, bitte. Mhm. Newtonmeter. Dann bitte nochmal loslassen. Mhm. So, ich glaube, ich bin bei Nummer 5. Lena, was hast du? Ja, ich habe auch 5. Du hast auch 5 gezählt. Demokratisch beschlossen, dass das die letzte Mutter ist, die ich jetzt hier aufmache. Finde ich großartig. Hoffentlich haben wir uns beide nicht gezählt. Ja, das wäre natürlich dann blöd, ne? Aber dann hätten wir, naja, dann hätten wir immerhin 4/5 Sicherheit hergestellt, was besser ist als keine. Ne? Alles ist besser als das, wie es vorher war. So. Ach! Aft, Ruf und So. Das ist so gut. So, Kutter wieder dabei. Schmier. Muss ich gleich meine schöne Spitzzange sauber machen. Nee. Nee, gerade, sonst kannst du die Mutter nicht aufdrehen. So. Zap. Festhalten. Drehen. Ziehen, drehen. Ja, also ich würde mal sagen, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, da kann ich jetzt auch blind. Man merkt die Schraubensicherung hier. Ne? Also es ist nicht so, dass das dann sehr viel schwerer geht, aber man merkt, dass man hier gegen diese Schraubensicherung andrehen muss. So, das heißt, noch einmal auf zu, dann bitte nochmal bremsen. Ja. Alena ist auch schon so eingearbeitet, der muss ich jetzt gar nicht mehr Bescheid sagen. Perfektes Team. So, einmal 60 bitte. Einmal 60. So, wir sind fertig. Wir räumen auf. Und in den anderen Videoteilen seht ihr jetzt noch, genau, in den anderen Videoteilen seht ihr natürlich jetzt noch, wie die Kette überhaupt drankommt. Ich bin gespannt, wie das Video am Ende aussieht. Das muss ich jetzt mal zusammenschneiden. Ist witzig, weil diese Arbeit mache ich eigentlich hier hinten auf dem Teppich. Kurzer Putz und einem alten Rock am Ring-Shirt, stark. Muss da gucken, wie ich das hier reinschneide. Aber jetzt geht's mit den anderen Sachen weiter. Pop, 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 pop. So, also wir haben die Kette jetzt schon mal ein bisschen vorgespannt. Was heißt vorgespannt? Die hing natürlich hier vorhin so richtig weit runter. Das heißt, wir haben hier hinten die Spannschrauben. Das ist ein, lass es mich gucken, ein 5er Innenbus. Ja, die Spannschrauben dreht man rein. Ja? Wenn man sie reindreht, kommt das Hinterrad, die komplette Achse kommt weiter nach hinten und die Kette spannt sich. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Ne? Ich habe kein Werkstatthandbuch. Bitte, 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 wenn ihr eins habt, stellt es auf den entsprechenden Wert ein. Ich zeige euch jetzt hier einen Wert, den ich einem Forum entnommen habe. Der muss nicht stimmen. Ganz, ganz wichtig. Da war nämlich die Rede davon, dass es im Werkstatthandbuch, was ich nicht überprüfen kann, angeblich so stand, dass die Kette im unbelasteten Zustand, unbelasteter Zustand heißt, das Hinterrad fliegt.
Ist bei dem Modell schwierig, weil es keinen Hauptständer hat. Das heißt, man müsste es hier hinten auf Bobbypins stellen, ne, mit einem Hinterradheber und dann die Kettenspannung einstellen auf 20 bis 30 mm. Es kamen sehr viele Eingaben, dass wenn man das so macht, im unbelasteten Zustand auf 20 bis 30, sie im belasteten Zustand so straff ist, dass die Kette einfach unglaublich schnell verschleißt. Deswegen, bitte schaut ins Werkstatthandbuch, ob es unbelastet ist, also Hinterrad in der Luft, oder belastet, Motorrad auf dem Seitenständer. Ja, wenn die Schwinge nach oben geht, strafft sich die Kette. Das ist der Unterschied. Ja, schaut bitte nach, ich weiß es nicht, deswegen, ich nehme jetzt hier einen Wert, nur um das zu zeigen, wie es generell funktioniert. Ja, das heißt, ich stelle diese Kette jetzt hier auf 20 bis 30 mm Durchhang ein. Was heißt das? Der Durchhang, der wird hier quasi unten gemessen. Und zwar an der Stelle, wo man die Kette am meisten bewegen kann. Ja, also hier kann ich sie logischerweise weniger bewegen als hier unten. Ja, so, das heißt, ich gehe jetzt hier hin und messe das mal. Ich nehme mal die 3 hier. Ne? Das heißt, der innere Niet steht bei der 3. So, ich gehe mal, das ist natürlich irgendwie Banane, weil ich könnte ja auch hier verrutschen. Das heißt, wir machen das ganz anders. Wir setzen uns den Zollstock hier unten auf. Perfekt, 5. 5 oder 3 ist mir egal. So, ich gehe nach oben, bin bei 3,5. Was heißt das? Ich habe 1,5 cm nach oben, gehe wieder zurück, bin bei 5, gehe nach unten, habe 1 cm. Was habe ich? 25. Ja, 20 bis 30. Also ich bin gerade selbst erstaunt. Lena und ich haben das eben mal in der Trockenübung gemacht, habe ich ihr das erzählt, ne, wie man das hier einstellt. Und ich bin gerade erstaunt darüber, dass es hier, also es passt. Ja, ich gehe nach oben, 35, bin entspannt, bin bei 5, gehe nach unten, bin bei 6. Ja, 25 habe ich richtig gerechnet? Mhm. Ja. Ja, also es ist, wie gesagt, ne, es ist perfekt. Ich zeige euch jetzt nochmal in einem anderen Take, wie man das hier hinten an der Schwinge sehen kann. Nee, ich mache einfach ein Foto, zeige euch das gleich. Und jetzt stellen wir die Kettenflucht ein, beziehungsweise überprüfen die Kettenflucht, weil Lena und ich haben das gerade hinten so eingestellt. Nee, ich zeige es einfach mal. Nächster Take. Sekunde. Wir sind jetzt hier hinten an der Schwinge. Ja, dieses Leitblech, was ich vorhin meinte, als wir die Achse wieder eingesetzt haben. Das Leitblech hält quasi die Achse komplett hier in dieser Nut drin, von der Kastenschwinge. Das ist jetzt ein sehr kleiner Ausschnitt. Der Ausschnitt ist deswegen so klein, weil ich euch diese Striche hier zeigen möchte. Die Striche hier zeigen nämlich an, auf welcher Position sich dieses Leitblech hier befindet. Und wir sind jetzt hier an der Stelle, bei der neuen Kette, haben wir quasi 4 Striche, die gut sichtbar sind. Ja? Und der 5. Strich, der verschwindet so halb unter dem Leitblech. Das ist hier auf der Seite genau wie auf der anderen Seite. Und das ist natürlich recht ungenau. Ja? Man stellt hier, wie Lena das eben gesagt hat, oder zu mir gesagt hat, die Spur des Motorrads ein. Klar, ja? Man stellt ein, wie steht das Rad, ja? In der Flucht. Das Wichtige ist hierbei, die Kette, ja, verschleißt viel, viel schneller, wenn die Flucht nicht stimmt, weil sie dann einfach verspannt ist. Das heißt, die Innenlaschen müssen hier sehr viel Arbeit verrichten. Und dadurch verschleißt die Kette eben viel, viel schneller, wenn die Flucht hier nicht stimmt. Und das messen wir jetzt mal mit meinem LaserCAD-Kettenmessgerät, also mit dem Fluchtmessgerät. Und dann zeige ich euch mal, was ich da genau meine. Also, was ich eben gesagt hatte, ich habe hier einen Kettenfluchttester. Profi-Kett, schön. Ja, es ist einfach so ein kleines Tool hier. Ich habe die Einstellung hier ist sehr, sehr schwierig zu filmen, muss ich gerade sagen. Hat Lena gerade auch gesagt, weil man will natürlich die Kette sehen in der kompletten Flucht. Muss natürlich hier, weil ich mit der Spiegelreflex filme, die Blende extrem runterdrehen. Für die Leute, die das wissen wollen, ist gerade Blende 14. Bei ISO 3200 hier, obwohl es hier wirklich bockehell ist. Wenn ich den hier aufmache, also hier hinten ist so eine Rändelschraube dran. Wenn ich den hier aufmache, ja, noch nicht genug. Genau. Gibt es hier einen Laserpunkt. Wow, Laser Baby. Muss ich schön den Sensor verbraten, mal gucken. So, wenn man den hier aufsetzt, auf dem Kettenrad, dann fährt der Laser von hinten. Man kann es jetzt hier gut sehen. Ich weiß nicht, ob man es hinten noch sehen kann, weil der Laser natürlich jetzt nicht so stark ist. Fährt der Laser zwischen der äußeren Kettenlasche, also er fährt quasi auf den O-Ringen, genau. Warum sage ich das nicht gleich? Er fährt auf den O-Ringen, fährt er von hinten nach vorne. Seht ihr das hinten? So, ist er hinten angekommen. Und Lena und ich haben das eben schon mal ausprobiert und es passt perfekt. Also die Markierung von Suzuki, die stimmen soweit. Das heißt, wenn wir den Laser hier von hinten nach vorne bringen,
ja, dann passt das perfekt. Das reicht uns, um zu sagen, dass die Kettenflucht stimmt, weil die Kettenflucht ist wichtig. Und die haben wir jetzt mit den Markierungen perfekt eingestellt. Und jetzt müssen wir als allerletzten Arbeitsschritt nur noch die Hinterachsmutter mit dem richtigen Drehmoment festziehen, dann sind wir fertig. So, liebe Freunde, jetzt sind wir im Endspurt. Wir haben uns den jetzt hier mal auf 100 Newtonmeter eingestellt. Das ist der Wert, den ich übereinstimmend gefunden habe. Und ziehen uns jetzt die Achsmutter hier mal fest. Das heißt, wir schauen auf der rechten Seite, ob die Achse nicht durchdreht, während wir hier links drehen. Ups, Vorsicht, Blinker. Dreht sich noch nichts oder dreht sich nichts. Wichtig bei solchen Sachen ist dann, alles was ihr demontiert habt, was eine Funktion hat, wie die Hinterradbremse, ausgiebig testen. Ja, ich meine, wir haben zwar nur den Sattel abgezogen und den wieder draufgesteckt, aber trotzdem schaut bitte drauf, ob das ordentlich funktioniert. Wir kommen jetzt hier quasi in den Bereich, wo das gleich hier klicken müsste. Wir gucken nochmal rechts, ob sie es mitdreht, tut es nicht. So. Gleich müsste es soweit sein. 100, da sind wir schon. Mit richtigem Werkzeug macht das auch einfach einen riesengroßen Spaß. Seid mir nicht böse, wenn ich heute keine Abmoderation mehr mache. Ich hole mein Handy raus und gucke mal auf die Uhr. Es sind jetzt 23.36 Uhr. Wir haben um 18.15 Uhr angefangen. Lena muss auch lachen. Deswegen ist es damit für heute gelaufen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Und dann kriegen wir das behoben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Betreutes Schrauben.